Am 16.07.2016 wurde die Böllenbeers A-Jugend zum zweiten Mal in Folge durch eine geschlossene Teamleistung Meister in der Jugendregionalliga Ost. Das stark umkämpfte Spiel gegen die A-Jugend der Potsdam Royals war kein leichtes. Die Royalen machten es den Bears in den ersten zwei Quartern nicht einfach und es fielen auf beiden Seiten zahlreiche Punkte. Doch zum Ende hin konnten die Bears sich durchsetzen und das Spiel mit 28-40 gewinnen. Besonders erfreulich war die herausragende Leistung auch, weil ein Großteil der so überzeugenden A-Jugend im nächsten Jahr in die Bears Männermannschaft wechselt und dort weitere positive Akzente setzen wird. Coach Lobeck, Gratulation, zweites Jahr, zweiter Championship. Wie hast du für dich so die Saison mitgekriegt, was es waren, die Höhen und Tiefen? Erstmal, es war das dritte Jahr, zweite Championship. Ja, viele Tiefen gab es nicht, das sagt er, das 10-0. Wir standen zehnmal auf dem Platz, es war zehnmal kein Gegner da, der uns schlagen konnte. Darum sind wir sehr stolz über die Entwicklung, die die Jungs in den letzten drei Jahren jetzt gemacht haben, unter meiner Leitung, unter den Coaches, der Staff, der im Grunde der gleiche war immer, die über drei Jahre, das sieht man an der Kontinuität. Ja, ich bin wahnsinnig stolz auf die Offense, auf die Entwicklung der Jungs, menschlich sowie sportlich, auf dem und abseits vom Feld. Dennis, gratuliere zum Sieg heute, Championship gewonnen, das zweite Mal. Wie hast du das Spiel heute erfahren? Das Spiel, es war echt anstrengend und wir hatten viele Drives, wir hatten viele gute Drives, wir hatten viele gute Plays, aber durch einige Fehler, die wir danach zum Glück abstellen konnten, konnten wir nämlich gewinnen und somit unsere Perfect Season beenden. Wie hast du die Saison so im Allgemeinen erfahren, also Downs und Tiefs, also Hoch und Tiefs? Die Saison war voll mit Hochs und Tiefs. Wir hatten kaum Trainingsbeteiligung oder konnten nicht richtig trainieren dadurch und wir konnten und haben es trotzdem geschafft, zum Meistertitel zu kommen, vorzeitig und dann sogar noch die Perfect Season zu gewinnen. Aber durch diesen Zusammenhalt in dem Team haben wir das geschafft. Und allgemein Berlin Bears, wie geht's jetzt für dich weiter? Bei mir geht's nächste Woche mit der Männermannschaft los, mit den Seniors. Und ich freue mich drauf. Vielen Dank. Danke. Wie hast du so die Saison für dich mitgekriegt? Wie hast du sie erlebt, das ganze Jahr? Also die letzte Saison, gerade als Jugendspieler, ist natürlich immer aufregend. Man freut sich auf jedes einzelne Spiel und versucht natürlich jedes Spiel nochmal sein Bestes zu geben, um seine Jugendzeit natürlich nochmal voll auszuschöpfen. Du genießt, du hast es sehr genossen, ja, auf Deutsch. Auf jeden Fall. Ja. Schade, dass die Zeit vorbei. Du gehst jetzt hoch in die Männer, ja? Ja. Wie sieht es da aus? Freust du dich? Ja, also ich versuche natürlich direkt die Starting-Position zu kriegen. Wird nicht einfach, aber man gibt ja immer sein Bestes. Sehr gut. Danke dir. Kein Problem. Danke. Ja, gratuliere zum Sieg. Meisterschaft 2016 hat ja super geklappt heute. War ein bisschen stressig, das ganze Spiel. Wie hast du es so aufgenommen, das Spiel? Wie war dein Feeling? Das Spiel war sehr anstrengend. Also es hat alles von einem abgefordert, weil man auch Ironman spielen musste. Ich bin einer, der komplett durchspielt. Und deshalb ist es wirklich extrem anstrengend. Aber das Team macht es einem leicht. Wir arbeiten alle zusammen und es ist wirklich perfekt. Wir arbeiten wie eine Maschine. Und das ganze Jahr, wie spiegelt sich das für dich wieder? Das ganze Jahr? Absolut meine beste Zeit meines ganzen Lebens. Also muss ich ehrlich zugeben. Ist auch schade, dass ich jetzt weg muss, aber. Was heißt weg? Du gehst in die Männer hoch auch? Nein, ich habe ein Jobangebot. Ah, okay, schade. Ja, aber es war für dich auf jeden Fall eine gute Zeit, die Berlin Bears. Ja, war die beste Zeit meines ganzen Lebens. Okay, Gratulation zur 2016er Meisterschaft, Regionalliga Ost. Wie habt ihr das Spiel heute so mitgekriegt von eurer Seite her? Ja, war ziemlich anstrengend, aber wer viel trainiert, der gewinnt auch Spiele. Also es war physisch sehr anstrengend zu spielen. Es waren beide sehr starke Teams, die Royals, also Respekt, dass sie auch durchgesetzt haben, aber wir standen heute als besseres Team auf dem Feld und wurden Meister. Wie habt ihr so die Saison im Ganzen gesehen, von am Beginn bis heute? Es war hart anfangs, aber wir hatten wirklich niemals gedacht, dass wir wirklich die Perfect Season spielen könnten und wirklich Hut ab ans ganze Team. Wir haben bei jedem Spiel 100% gegeben. Und eine Perfect Season ist, glaube ich, das beste Beweis, dass wir alles richtig gemacht haben. Du als Quarterback, als Führer und als Leader der Mannschaft, sehr viel Verantwortung. Wie war der Druck zu spüren heute?
Ja, Potsdam ist die stärkste Mannschaft in der Liga gewesen gegen uns. Und es war auf jeden Fall viel Druck da und auch ein spannendes Spiel. Und wie geht's für euch weiter? Wir werden jetzt in die Männer gehen und da versuchen, alles zu rocken, was geht. Also wie gesagt, ich freue mich schon sehr auf die Männer, weil dort ist nochmal eine Nummer härter dazu. Und ich freue mich wirklich tierisch darauf. Ja.